I'm Randy Orton, and I can't be beat because I continue to evolve. By the time you find a weakness, I've already made it my strength. That's the way I live. And now, it's the game I play. WWE 12. Größer, besser, bösartiger. Der Titel des neuen World Wrestling Entertainment Games von THQ verspricht einiges. Wir haben das schöne Prügelspiel genau unter die Lupe genommen und zeigen euch heute, was es wirklich drauf hat. Wie jedes Jahr kann man sich mit den beliebten Superstars von Raw und SmackDown die Köpfe einschlagen. Alte Legenden des Wrestlings und Newcomer sind auch vertreten. Natürlich hat man nicht nur vorgefertigte Kreationen, denn Kreativität ist einer der Hauptpunkte bei WWE 12. Der umfangreiche Creation Mode wächst von Jahr zu Jahr. Sogar dieses Mal wurde das System ein wenig verbessert. Man kann seinen eigenen Superstar in einem wirklich gelungenen Editor erstellen, indem man sogar jedes einzelne Gesicht bis hin zu Körpermerkmal variieren kann. Danach hat man etliche Möglichkeiten, das WWE-Universum frei zu gestalten. Unter anderem kann man sich einen eigenen Ringeinzug, Videos, Moves, Logos, Szenarien, Dialoge und Filmsequenzen erstellen. Neu dabei sind nun Arenen, die man völlig frei bearbeiten und kreieren kann. Es gibt wie jedes Jahr eine ganze Menge Sachen freizuschalten, wie Outfits, Charaktere, Titel und Arenen. Diese erhält man durch das Spielen des WWE-Weltmodus und der Road to WrestleMania-Szenarien. Davon gibt es drei Stück, die jeweils eine schöne Storyline umfassen. The truth is, Team Raw, Team SmackDown, I couldn't care less. Und wenn euch das noch nicht genug sein sollte, dann habt ihr zahlreiche Möglichkeiten, die Online-Features zu nutzen. Neben vielen selbst erstellten Community-Inhalten wie eigenen spielbaren Geschichten und selbst entworfenen Wrestlern gibt es DLCs und Online-Kämpfe zur Auswahl. Dieses Jahr wurde als große Innovation das neue Kamerasystem vorgestellt, welches leider nicht überzeugend ist. Das einzige, was sich geändert hat, ist, dass nun bei bestimmten ausgeführten Moves zweimal die Kameraposition geändert und ein wenig gezoomt wird. Noch eine Neuerung ist das 40-Mann Royal Rumble. Dort kommen nacheinander Wrestler in das Match, um sich dann gegenseitig über die Seile auf den Hallenboden zu befördern. Wer am Ende noch steht, hat gewonnen. Das ist sehr spannend und zeigt auch, dass ein Match in WWE 12 mal über 30 Minuten für Spaß sorgen kann. Die verschiedenen Matches sind wie immer gefüllt mit etlichen Variationen. Inferno, Hell in a Cell, TLC und vieles mehr erwartet euch bei WWE 12. Grafisch und soundbezogen hat sich nicht viel seit dem Vorgänger verändert. Wenn man mal die kantigen Texturen des Publikums außer Acht lässt, dann hat das Game eine recht schöne Grafik und kann gut mit den derzeitigen Anforderungen mithalten. Das Spiel ist wie jedes Jahr dank der neuen Superstars für WWE-Fans ein Muss. Vom Gameplay her ist es genau richtig für tolle Kämpfe, alleine, mit den Freunden oder online. Leider gibt es keine großartigen Veränderungen oder Neuerungen. Zwar wurden Features eingebaut wie der Arenen-Editor oder das 40-Mann Royal Rumble, doch diese sind nicht zu vergleichen mit den besonderen Merkmalen, die es die letzten Jahre bei den SmackDown vs. Raw-Titeln von THQ gab. Der Creation Mode wächst von Jahr zu Jahr und hat schon einen wirklich großen Umfang erreicht. Wer also gerne mal sein eigenes Wrestling-Universum erstellen, atemberaubende Ringkämpfe, eine große Community und schöne Storylines erleben will, der sollte sich WWE 12 nicht entgehen lassen. Viel Spaß damit!